Hallo und nochmal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich zwei Herren auf der anderen Seite unseres Kontinents und zwar ganz, ganz weit entfernt in der Stadt Kiel in Wisconsin, Amerika. Wir haben uns mal kennengelernt, aber nur durch die Zeitung und sind dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen uns ja eigentlich mal näher kommen und das versuchen wir jetzt zumindest, um eine Freundschaft herzustellen, die möglichst lange dauern soll. Wie das gehen wird, darüber werden wir jetzt teilweise auch sprechen. Und ich möchte Ihnen jetzt erstmal meine beiden Partner vorstellen. Und zwar auf der linken Seite ist Jack Lechler. Jack? Guten Morgen, guten Abend. Auch, very good. Und auf der anderen Seite Markus Hollmann. Der ist in Schleswig-Holstein geboren, er spricht gut Deutsch und er wird mir so ein bisschen helfen. Und da bin ich natürlich ganz glücklich und ganz froh drüber. Wir werden mal das Gespräch bei dem Jüngeren anfangen, damit wir besser reinkommen. Und ich frage einfach mal, Markus, du bist in Schleswig-Holstein geboren. Kannst du mal sagen, wann und wo? 1976 in Heide-Holstein bin ich geboren. Und dann bin ich ja in Büsum, habe ich meine Schule besucht. Und dann nach der Grundausbildung bin ich für ein Jahr in die Staaten gekommen, nach Wisconsin, anhand eines Austauschprogramms in der Landwirtschaft. Und dann, jetzt bin ich seit über 20 Jahren hier. Also das eine Jahr hat sich ein bisschen verlängert, sage ich mal. Ah, je. Dann sprichst du ja mittlerweile gut Amerikanisch oder Englisch, ne? Ja, ein bisschen recht als schlecht oder mehr recht als schlecht. Ja gut, okay. Hast du denn deine Frau da drüben kennengelernt oder? Ja, meine Frau ist Amerikanerin. Ah ja. Und eine große Familie? Wir haben zwei kleine Kinder. Und wie alt? 3 und 1 Jahr. Oh, da muss man noch aufpassen schön, ne? Ja, die sind eine Handvoll. Ja. Besonders jetzt, wo man nicht richtig raus konnten oder so. Diesen Jack, you understand him? Ja, ja, okay. Ich kann alles verstehen, aber ich spreche nicht so gut. Nee, aber hier, you hear good. Ja, ja, ja. Kann hören, kann verstehen. Jetzt besprechen wir mal so ein bisschen über euer Kiel. Wie viele Einwohner habt ihr? About 4,000. 4,000 Einwohner in Kiel. Achso, dann ist es noch keine Stadt, dann ist es noch ein Dorf, ne? It's a city, right? Yeah. We're called a city. Stadt. Ja, ein Dorf noch, ne? Schön. Und right. Habt ihr sehr viele Freizeitangebote oder gibt es auch sehr viele Kinder bei euch? Habt ihr große Familien oder? You know how many kids are on the in the school? Yeah. In the school, there's probably about 1,000 students. 1,000. Aha. Und mit Freizeitangebote, viel Gewässer hier rundherum, der Michigansee und der Winnebagosee im Osten und im Westen und viel Flüsse für Kajaken und Angeln und im Winter auch für Eisfischen, Eisangeln. Besonders bekannt hier ist das, für 10 Tage im Winter gibt es hier das Störangeln auf Eis im Winnebagosee, das ist heutzutage anscheinend sehr selten. Aha. Ansonsten viel Musik oder im Sommer. Das ist eine Moränenlandschaft hier in der Umgebung. So viel Wandersport oder Natur. Was gibt es denn für Fische bei euch? Bitte? Welche Art von Fischen gibt es bei euch? What kind of fish? Ja. Yeah. Den Stör. In Lake Michigan, there's a lot of trout. Forellen. Oh.
And in the smaller lakes, there's perch. Aha. Angelt ihr beide? Ein bisschen mit meinem Sohn jetzt. Fishing. Vorher hatte ich eigentlich nicht viel geangelt vorher, aber ja. Ja. Habt ihr denn in eurem schönen Dorf, sag ich mal so, habt ihr denn auch einen Fußballclub? Soccer. In Kiel we have I think 5 soccer fields and there's a soccer club. Soccer football, yeah. Right. Yeah, okay. Ist hier in Amerika ist das mehr über die Schulen. Ja. Die Sportangebote, nicht so wie in Deutschland über die öffentlichen, über die Städte oder Dörfer sind mehr das Angebot durch die Schulen. Achso, durch die Schulen, naja. Ja, gut, okay. Amerika ist ja nicht gerade das Fußballland, ist ja Football mehr, ne? Ja, da haben wir hier die Green Bay Packers, so eine Stunde nördlich von hier. Das ist so unser Hobby hier, die Packers im Herbst anzufeuern. Ja, das ist toll. Ja, das ist wunderbar. Ja, ich habe das gelesen, also mit Wassersport ist das super bei euch. Wie groß ist denn der Michigansee? You know how big the Lake Michigan is? Oh, well, Lake Michigan is one of the Great Lakes, and it's probably as big as the state of Wisconsin. Ah, nicht verstanden. I would say 300 miles long and probably 50 miles wide. Uh-huh. Also 80 Kilometer weit und 500 Kilometer lang. Not so good, ne? Der ist zwischen Wisconsin und Michigan. Ja. Ungefähr die Größe von. Wird auch gesegelt oder nur Kanu? Segeln, Kanu fahren oder Jetski fahren, je nachdem, was viele Motorboote mit Fischtouren oder ist dann Motorboot erlaubt? Bei uns in Deutschland ist das ja nicht, ist das ja so ein bisschen problematisch, mit Motorbooten aufzusehen. Ist das da erlaubt bei euch? Ja, generell ja. Da gibt es einige Beschränkungen, örtliche Beschränkungen, aber im Generellen ja, ist das erlaubt. Ja. Jetzt komme ich nochmal zu dir und zu deiner Frau. Welche beruflichen Tätigkeiten übt ihr denn aus? Meine Frau unterrichtet hier Mathe in Kiel in der 6. Klasse. Und ich bin Berater für Milchviehbetriebe. Oh. Hat er das studiert, oder? Ja, ich bin hier in Amerika zum College gegangen. Aha. Und da gibt's eine große Firma, wo du beschäftigt bist, oder bist du selbstständig? Halb selbstständig. Ich bin offiziell angestellt über eine Firma mit Sitz in Nebraska, in Omaha, Nebraska, ja. So 10 Stunden südwestlich von hier. Und aber so mein Tagesablauf und das mache ich alles mehr oder weniger selbstständig. Wir sind 12, hier im Mittleren Westen sind wir 12 Berater, aha, ich und noch 11 andere, die diese Tätigkeit ausüben. Hast du ein Büro zu Hause oder? Ja, zu Hause. Ich arbeite von zu Hause. Aha. Na gut, ja. Das ist eine tolle Sache. Dann kannst du es auch schön einrichten, ne? Ja. Und was macht deine Frau? Arbeitet auch oder bist du für die Familie da? Nee, meine Frau unterrichtet hier in Kiel an der Mittelschule in Mathe in der 6. Klasse. Achso, in euer Kiel. Ja, sie muss ich gerade überlegen hier. Ja, klar. Oh, das ist Lehrerin. Ja, ja. Wunderbar, dann kommt ihr ja gut aus, ne? Ja, wir können uns nicht beklagen. Markus, wann wart ihr denn das letzte Mal in Deutschland? Weihnachten 2015. 2015, vor 5 Jahren? Ja, eigentlich wollten wir diesen Sommer wiederkommen, weil wir jetzt die 2 kleinen Kinder haben, aber das hat sich ja jetzt leider zerschlagen. Ja, ein bisschen problematisch dann, ne? Ja, Oma sehnt sich mal, sie zu sehen. Ne? Ja, aber ihr dürft ja sowieso im Moment nicht ausreisen, ne? Ja, ja. Ja, aber das wird ja hoffentlich irgendwann mal wieder besser, ne? Ja, hoffentlich nächstes Jahr. Ja, obwohl die Zahlen bei euch ja furchtbar sind, wenn man das heute so liest, so 60.000 am Tag, das ist ja unfassbar, ne? Ja, da kann man sich... Wir sind hier noch ein bisschen verschont geblieben, soweit, obwohl die sind auch
Die steigen langsam, aber stetig bei uns, aber nicht so schlimm wie im Süden und Südwesten. Ja, das ist schlimm, ist das ja. Aber es gibt doch auch die Maskenpflicht bei euch, oder nicht? Unterschiedlich. Einige Gemeinden oder Städte oder Kreise führen das jetzt ein. Einige Staaten, aber sehr, sehr lokal. Also keine, ja, keine nationale oder föderale Richtlinie. Jetzt meine letzte Frage erstmal an dich. Vielleicht können wir zwischendurch noch mal eine andere zu fassen. War der Schritt, den du gemacht hast, nach Amerika zu gehen, richtig oder hast du das bereut? Nein, bereut habe ich das eigentlich nie, obwohl ich das auch nie so geplant habe. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Aber man weiß ja nicht, was hätte gewesen sein können, aber bereut habe ich das noch nicht. Du bist zufrieden und glücklich? Ja. Das ist doch schön. Obwohl, zu Hause können ein bisschen näher dran sein, aber ansonsten bin ich zufrieden, okay, und glücklich. Du siehst auch glücklich und wohlgenährt aus. Ja, danke. Jack, I come to you. How are you? I'm fine, thank you. Okay. Where are you born? In Germany or in America? Nein, ich war in Kiel geboren. Ich bin 78 Jahre alt und ich bin hier mein ganzes Leben. Ja, okay. Jetzt kannst du mal. Markus, was hat er gesagt? Er ist hier in Kiel geboren und sein ganzes Leben hat er hier in Kiel verbracht. Er ist jetzt 78 Jahre alt. Und auf welchen Schulen ist er gewesen? Hat er auch studiert oder? Which schools? I went to the Kiel schools and then I went to Lakeland College and I sold gasoline engines. Er ist hier in Kiel ist auf die Schule gegangen, die Grundschule, Mittelschule und Hochschule. Yeah. Und dann hat er hier an einem örtlichen College studiert. Ja, yeah. Lakeland College, 4 years. Für 4 Jahre studiert. Und dann hat er hier Benzinmotoren verkauft. Die waren hier, bis vor kurzem gab es hier eine große Benzinmotorenfabrik. Aha. Oder Hersteller. Da braucht man ja eigentlich kein Studium zu, ne? Did you need your college to sell the engines? Oh, yes, absolutely, yes. Okay. Seit wann, Jack, bist du Rentner und hast du dein ganzes Leben lang diese Motoren verkauft? Ja, 45 Jahre. Oi. Na ja. Gut, warst du selbstständig oder? Wir haben auf einmal eine Firma in Hamburg gekauft. Es heißt Elo. Ah. So. Aber jetzt verstanden. So ich war in Hamburg in 1981. Ja. And visited the Elo plant. Wo war das? In Hamburg, er ist 1981 in Hamburg gewesen, weil die Firma, für die er gearbeitet hat, die hat eine Firma mit dem Namen Elo in Hamburg aufgekauft in 81. Ach so. Aha. Und das macht er jetzt, und das hat er die ganze Zeit jetzt bei euch in Kiel gemacht? Ja. Seit wann bist du Rentner? When did you retire? 10 years ago. 10 ja. Jahren. Vor 10 Jahren ist er in die Rente gegangen. Vor 10 Jahren? Oh. Ja. How old are you? How old am I? Ja. 78. 78? 78? Ja? Ja? Bitte? 78. 78, ja. Ja, okay, alles klar. Hat eine große Familie und ist ja mittlerweile natürlich auch schon Opa, ne? Meine Frau und 2 Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Oh, great. Alt, schon sehr alt. Do you have grandchildren? Nein, kein Großkinder. Keine Enkelkinder. Keine Enkelkinder. Also. Keine Enkelkinder. Und wie alt sind die Kinder? How old are your children? 40 und 58. Oh. 40 und, ja, 14. Ja, 58 und 40. Old people.
So, ja, ich bin all out. You're also old. Ja, okay. Gibt es für euch eigentlich eine deutsche Zeitung oder wird auch mal über Deutschland berichtet oder gibt es sowas überhaupt nicht? German newspaper. We had a German newspaper in the early 1900s, and now it's just an English newspaper. And Mike, who was here, was the owner of the newspaper. Ja, die meisten sind da kaum noch Deutsch sprechende oder deutsche Leute da, ne? Yeah. German people in the area or is it German? Many of the names are German names. Uh-huh. Our mayor, our Bürgermeister's name is Steinhardt. Oh. And a former mayor's name was Baumann. Uh-huh. And we have many, many German names. Yeah. Okay. Lechler, it's German, yeah, yeah. Markus Sotter, du bist Sotter, du Deutsch. Das ist, das ist ja alles klar. Ist es denn möglich, meine Sendung, also guckt ihr denn schon mal meine Sendung? Markus, du verstehst das ja gut. Oder ist, ja, oder ist das ein Problem? Nein, über entweder dein Kanal oder YouTube kann ich die hier bekommen. Ja. Aber das kann man das dann, auch wenn ihr keine deutsche Zeitung habt, kann man das dann vielleicht möglicherweise verbreiten, sodass es für das Publikum in eurer Stadt vielleicht sogar interessant ist, wenn der eine oder andere so ein bisschen Deutsch verstehen kann? Oder könnt ihr das nicht publizieren? Über die Presse hier können wir das wahrscheinlich ja in die Zeitung setzen und verbreiten. Ne? Ja, wäre vielleicht eine gute Sache, ne? Und du weißt ja, wie man das empfangen kann, ne? Einmal über meine Homepage und einmal am besten über YouTube, weil da das Bildmaterial besser ist, ne? Euer Bürgermeister ist auch ein Kieler, also euer Kiel jetzt. Ja. Ja. Ein guter Mann. He was born in Kiel. Ja, sorgt gut für euch. Sorgt er gut. Er spricht kein Deutsch. Ja. Nur Englisch. Nur Englisch. Ja, it's okay. It's no problem. Ja. Gut, ja, Margot, was haben wir denn noch? Bürgermeister haben wir nicht einen Deutschen. Aber in der letzten Sendung, in der letzten Testsendung, die wir gemacht haben, da habt ihr aber doch noch jemanden gehabt, der dabei saß. Wer war das? Ja, der hat heute einen Jamie ist Stadtobmann oder wie auch immer. City Administrator, ja. Yeah. Aber er hat heute eine Besprechung oder so, der konnte nicht hier sein. Ach so, schade. Aber der ist der Mann für die Finanzen, ne? Ja. Ja, ja. Der sitzt auf dem Geldsack, ja. Ja, okay. Jack wollte hier noch ein bisschen es hat früher schon mal ein paar Treffen gegeben zwischen Kiel in Holstein und Kiel hier in Wisconsin. Und Jack wollte da noch mal ein bisschen die erzählen davon, was das früher mal gegeben hat, so im Austausch zwischen den Städten. Ja. Ja. Wenn das dir passt. Ja, also ich habe mit dem Oberbürgermeister, den habe ich letztens hier gehabt, und mit dem Tovar, den kennst du ja auch, Jack, ne? Ja. Ja. The President from the town here in Germany. Und die haben ja eine Städtepartnerschaft, das wisst ihr ja, mit San Francisco. Und eine zweite in Amerika wollen sie natürlich nicht gerne eingehen. Aber der Tovar hat zu mir gesagt, also wenn ich jetzt versuche, mit euch eine Städtefreundschaft aufzubauen, dann wären sie gerne bereit, uns zu unterstützen. Aber vor einigen Jahren, er wusste nicht ganz genau, wie lange das her ist, da hat er eine kleine Mannschaft von euch versucht einzuladen zur Kieler Woche. Aber da ist keine erschienen. Weiß Jack das vielleicht noch, warum nicht? Genau, ja. Das war 2015. Hans Werner Topher asked the mayor to come and he couldn't make it, right? Correct. Ja, wann war das? Was sagt er? Hans Werner Topher hat Mike Steinert eingeladen, aber Steinert couldn't make it. Konnte nicht kommen aus irgendwelchen Gründen. Aha.
Ja, da war der Steiner und Jack. Die beiden wären dann gekommen, oder? Who would have came? No, the city government would have come. Mike would have ja, come. Ja. Okay. Ja, okay. Na gut, vielleicht kann man das mal nachholen. Wer weiß, wie wir jetzt zusammenkommen, müssen wir einfach mal sehen. Also es wird sehr schön. Also ich, für mich ist es eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da was zurechtkriegen würden. Ich habe hier in Kiel schon mal den einen oder anderen Sportverein und auch so Orchester angesprochen, die gar nicht abgeneigt sind. Aber wenn das interessanter wird, dann müssen wir einfach mal gucken. Also von der Unterkunft her, damit ich das mal weitergeben kann, Markus, haben wir beide ja schon mal miteinander geschrieben, dass es so in so Holzhäuschen gibt. Wie viele Personen gehen da denn rein? Kommt so auf die Größe an. He's talking about where you could place people if they came over from there. Well, in 1973, there was an entire band and group of people that came, and they were from the FT Forwards band, and we housed them in people's homes. And for many years, there was correspondence between the people that were here. This small page here has all the names of the people from Kiel, Germany, and the people where they stayed. And then 1973, FT Vorwärts, the Musikchor in Kiel, die waren hier 300 people? No, about 60. Okay. Ungefähr 60 Leute waren hier und die waren privat untergebracht. 60 hier in Kiel bei Privatleuten. Oh, 60 Personen. 60 Personen, ja. Oh. Ja, ich weiß, das war ein Förde-Blasorchester. Ja, wahrscheinlich. Förde-Blasorchester, ne? Ja. Okay, ich habe mit der, wie heißt er noch? Helmut, du weißt den Namen, Helmut Jack. Helmut Prestin. Ja, ja. Ich habe mit seiner Frau gesprochen. Und die lebt noch. Helmut ist schon lange tot. Und die lebt noch und hat gesagt, die waren zwei oder dreimal sogar bei euch, ne? Ja. Und das sie war, heißt Heidi. Ja, Heidi. Yes, okay, Heidi. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Mal sehen, 60, könnt ihr denn 60 Personen privat unterbringen? Das ist sonst eine riesige Menge an Menschen. Do you think you could house them privately, 60 people? Ja, ich glaube, das kann passieren, ja. Und wie lange waren die da? Eine Woche, glaube ich, ne? How long were they here when they came? About a week, eine Woche. Ja, eine Woche. Eine Woche, aha. Und was haben wir die ganze Zeit denn gemacht? Nur immer jeden Tag Musik, oder? they played music, yeah. They were in parades and they played concerts and we were at picnics and we took them to various places of interest. Ja, die haben ja also in Paraden mitgespielt oder bei so Feuerwehrzeltfesten sind die aufgetreten. Aha. Haben hier in der Umgebung, you know, Sehenswürdigkeiten angeguckt oder Touristenaktionen, ja. Da müsste man einen Zeitpunkt finden, wo dann diese Feste sind bei euch, damit sie dann noch eine Möglichkeit haben, aufzutreten, ne? Ja, die... September, sagtest du mal, ne? Wahrscheinlich am besten im Sommer. Hier in Kiel, das Feuerwehrzeltfest ist Ende August, Mitte bis Ende August. Ja. Und dann die Woche drauf ist es hier im Kalumet-Kreis und im Kreis Schieboigen sind die Jahresjahrmärkte, die sind immer ziemlich groß und viel besucht und mit viel Musik auch. So, das würde ich mal so Ende August bis Anfang September. Ja, das ist eine gute Zeit. Ist nicht so warm, ne? Ja, ist dann schon ein bisschen kühler oder die Nächte werden schon ein bisschen länger. Ja, ist ja wunderbar. Gut, jetzt habe ich noch eine Frage an euch beide. Du bist ja noch jung und du machst Erstmal du, Markus. Ne? Wait a moment, please. Wann machst du Urlaub? Wenn machst du Urlaub und wohin? Ja, mit den Kindern wenig. meistens fahren wir zu,
zu meinen Schwiegereltern, die wohnen in der oberen Halbinsel von Michigan, ungefähr 4 Stunden nördlich von uns. Und die wohnen im See, im Wald. Und das ist wahrscheinlich unser Urlaub, wenn wir da mal für ein längeres Wochenende fahren wir dahin oder so. Dann, das ist schön. Das ist unser Urlaub. Bevor wir die Kinder hatten, dann sind wir entweder nach Deutschland gefahren oder auch hier mal in den Nationalpark, den Gletscher-Nationalpark in Montana. Aha. Und wenn ihr jetzt nach Deutschland kommt, Markus, wo hast du denn Verwandtschaft? Deine Eltern leben noch in Deutschland, ne? Ja, meine Eltern sind jetzt in Rente, aber mein Bruder und seine Frau, die bewirtschaften noch unseren heimatlichen Betrieb. Und das wäre dann da in Österdeich bei Büsum. Aha. Das ist dann mein Zuhause sozusagen. Ja, schön. Aber wenn ihr dann mal nach Deutschland kommen solltet, Büsum ist doch nicht gerade aus der Welt, dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, uns mal zu sehen, ne? Ja, das würde dann wohl schon klappen, ja. Ja, das würden wir auch hinkriegen. So, jetzt kommen wir mal zu Herrn Dechler. Macht er da mal Urlaub oder ist er zu Hause glücklich und froh? Ich muss arbeiten. Jeden Tag muss ich arbeiten. Okay. Ja. Dann macht er keinen Urlaub. Ich arbeite immer. Nö, gut. If you have 3 days, where would you go? Or if you had a week off, where would you go? Ja. I don't think I'd go anywhere. I'm very content being right here in Kiel. Er ist sehr glücklich, hier in Kiel zu sein und er fährt eigentlich nicht viel weg. Ja, ist doch wunderbar. Besser geht's ja gar nicht. Habt ihr denn ein Hobby, ihr beide? Seht ihr euch öfter mal oder ab und zu nur? Ja, jetzt seit den letzten 2 Monaten haben wir uns ab und zu mal gesehen. Ja, vorher kannten wir uns noch gar nicht. Also, habt ihr ein Hobby? Hobby, arbeiten und Kinder aufpassen. Ja, und Jack? Was machst du, what do you do for hobbies? Woodworking. Also Jack arbeitet, also Holzarbeiten. Oh. Kleine. Clip grass. Und Rasenmähen im Sommer. So ist ein Hobby. Very good. Ja. Okay. Über die Pandemie haben wir ja gesprochen, das ist bei euch nicht ganz so schlimm, ne? Aber ihr müsst trotzdem auch aufpassen. Ist es auch so, dass man darauf achtet, dass auch die älteren Herrschaften möglichst geschützt werden, weil die ja anfälliger sind? Ist das auch bei euch genauso? Ja, es ist besonders in Altersheimen oder so, wo sie dann keine Besuche oder wenige Besuche oder so. Ja, obwohl hier bei uns ist das noch gar nicht so richtig angekommen. Mir sind die Leute noch ein bisschen gleichgültiger als da, wo die Herde sind, wo das viel auftritt in den größeren Städten oder. Wir sind hier ziemlich ländlich noch bei uns. Das ist ja gut. Und vor allen Dingen habt ihr auch viel Auslauf dann möglicherweise, ne? Ja, ja. Also nicht so Haus an Haus, ne? Ja, hier sind die meisten Häuser haben größere Vorgärten oder ja, viele Leute wohnen auf dem Land auch und haben viel Auslauf. Ja. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wenn wir, angenommen, wir werden jetzt so eine Freundschaftsbeziehung aufbauen, ob es von eurer Seite aus möglicherweise mal sein könnte, dass ihr mit einer gewissen Abordnung nach Kiel kommen könntet? Es muss doch nicht kein großes Orchester sein oder so. Es könnte ja aus eurem Freundschaftsbereich etwas sein. Wäre sowas möglich? If it would be possible, you know, if somebody would come to Kiel, Germany, doesn't have to be like a big orchestra or just maybe some private people or a group of people or something like that. Right. Sure. Yeah. Or who? I would think it would be a group from the city. Yeah. Right. Or fire department or something. Right. Our police chief actually has been communicating over the years with a policeman over there. So there's a number of different situations. Our school people, I think, would be interested. I know that our city administrator, Jamie, is, and also our school superintendent. Yeah, der Polizei, der Oberpolizeimeister hier in Kiel, er hat ein bisschen korrespondiert mit Polizei in Kiel, Deutschland, und da wäre auch Interesse von der Schule mit dem
von einem Schulbezirk hier, dem Direktor vom Schulbezirk, der hat, der oder die, weiß ich nicht, wäre interessiert mit irgendeinem Austausch an einer Schülerbasis. Und ich glaube, Jack hat hier, wo die einige Schüler angefangen haben, sich auszutauschen mit einer Schule in Kiel. Yeah. You want to talk about the school exchange or? Well, yeah, sure. I'd like to say a couple of words that I wrote down, and you had said, jetzt muss wir auf Deutsch reden. So my first paragraph will be auf Deutsch, okay? Ich möchte Dankeschön sagen zu der Kieler Nachrichten und genau zu Christian Blasel, Christian Backhäuser und Tillman Post. Nach dem Artikel in der Kieler Zeitung, ich bekam E-Mails von über 40 Kielers, beide jung und alt. Then in your Kiel school system, I also want to acknowledge and thank Astrid Falk, Andrea Schlieder, a principal, and Ratana Sheik, a teacher, who I think you have spoken with. And they're at the Goethe Gemeinschaftsschule, and they've helped establish a contact between students in the Kiel schools in Germany and in Kiel, Wisconsin. And I'd also like to extend greetings and thanks to Ulf Kempfer, Hans-Werner Tofer, Franziska Rimbala, and Henning Stademann, with whom we've had discussions about having a closer relationship between Big Kiel and Little Kiel, the only two Kiels in the world. So, Markus, hast du alles behalten können? You wrote it, hat mir das hier aufgeschrieben, also kann ich das hier. Ja, das ist in einem Kieler Schulsystem oder Schulbezirk wollte er sich bedanken bei Astrid Falk und Andreas Schlüter, dem Direktor. Und Ratana Sheik, einer Lehrerin, die an der Goethe-Gemeinschaftsschule sind. Diese Personen haben ihnen geholfen, zwischen den Schülern einen Austausch zu etablieren, zwischen Kiel und Kiel hier in Wisconsin. Aha. Und dann wollte Jack sich noch bedanken, bei Ulf Kempfer, Hans-Werner Tofer und Franziska Rimmele und Henning Stademann, mit wem er sich auch ausgetauscht hat, mit Anbetracht von Stadtaustausch und einer Stadtfreundschaft zwischen dem großen Kiel und dem kleinen Kiel hier in Wisconsin, den beiden einzigen Kiels auf der ganzen Welt. Genau, wunderbar, prima. Vielen herzlichen Dank, werde ich gerne machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Habt ihr eine ganze Menge erzählt und das werde ich jetzt natürlich in Kiel und der Kanal oder meine Sendung wird ja sehr viel gesehen und da wird bestimmt die eine oder andere Frage kommen. Also wie gesagt, ich bin da sehr daran interessiert, an so einer Freundschaft, auch mit Unterstützung der Stadt Kiel und ich werde mich natürlich jetzt auch schlau machen, wer daran interessiert ist. Aber so ein Besuch und ein Gegenbesuch, Markus, da sollte man sich mindestens ein oder anderthalb Jahre Zeit lassen. Denn das so übers Bein zu brechen, ist ja auch eine finanzielle Sache. Denn die Fliegerei wäre bis Chicago, ne? Ja, Chicago und dann entweder mit Autos oder privat oder Buses. Oder bis Green Bay oder Appleton hier in der Umgebung fliegen. Aber wahrscheinlich wäre Direkttransport das Einfachste. Ach so, okay. Wunderbar, wollen wir sehen. Wir werden auf jeden Fall zusammenbleiben und wenn es erstmal nur E-Mail-mäßig ist und irgendwann vielleicht im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres, machen wir nochmal so eine Konferenzschaltung. Ich fand das sehr, sehr toll, bedanke mich nochmal herzlich. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft, dass ihr gesund bleibt und viele Grüße an eure Familien. Aber die werden ja die Sendung, guckt ihr euch ja jetzt auch an, wenn sie ab Montag ausgestrahlt wird auf YouTube. Alles Gute nochmal für euch und herzlichen Dank und bleibt gesund. Tschüss. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss, alles Gute. In der nächsten Woche haben wir natürlich auch wieder einen Gast und zwar einen Musiker, der in Kiel sehr bekannt ist und zwar Tex Harper. Tex Harper gehörte mal zu den ganz Großen mit und der wird natürlich sehr viel erzählen und der macht immer noch so ein bisschen Musik, hat ein großes Studio. Und dort macht er Filme. Was er da genau macht, weiß ich nicht.
aber er fliegt jedenfalls oft nach Asien und macht, glaube ich, Werbefilme, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und sage jetzt mal schönen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal und nochmal vielen Dank und alles Gute und tschüss.